ist weg. Schon wieder, ey. Oh, scheiße. Richtig, ja? Ja. Wieder. Oh oh. Nicht so gut. Oh oh. Scheiß Idee gewesen. Das war eine ganz beschissene Idee. Wo ist die Hütte? Oh nein. Vielleicht mache ich mir hier einfach ein Feuer. Fuck. Ich glaube, das war eine dumme Idee. Mist, das müssen wir mal hinkriegen. So ein Dreck. Oh. Stoff hinzufügen. Ja. Ach, ich bin auch noch verblutet. Ja, super. Ach ja, na gut. Macht das jetzt Sinn, weiterzugehen? Okay, die Wölfe sind auf jeden Fall weg. Nervt doch nicht, wie auch immer mich da jetzt anschreibt. Sieht doch, dass ich im Spiel bin. Oh, na klar. Hey, Spam. Fuck, jetzt wird's doch noch windig. Mein Herzbalken singt. Herzilein, du musst nicht traurig sein. Und ich gebe sie ohne Höhle. Da. Ich gehe da mal in die Höhle. Liegt ein Tier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, jetzt hier herkommen. Ja, nein, keine gute Idee. Egal. Ein Bett. Gibt's hier auch irgendwo Feuerkohle? Vielleicht? Kohle? Kohle?
Was? Nein, schade. Na ja, gut, dann machen wir mal hier ein Feuerchen. Altholz. Immerhin habe ich ein Altholz, das wir uns gerade klauen konnten. So. Was? Das war doof. Ja, ich glaube, ich muss gleich mal unterbrechen. Weil da jemand sehr penetrant ist. Mal schauen. Come on, little fire. Ja, oh, das gibt's doch nicht! Jetzt geh an hier! Was habe ich denn da noch? Habe ich keinen Zunder mehr? Kein Brandbeschleuniger, nix. Oh, komm, bitte. Oh, ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Das sieht gut aus. Das sieht gut Perfekt. Aus. Okay, Brennstoff hinzufügen. Immerhin eine Stunde. Dann kann ich jetzt hier sagen... garen. Zweimal. Sehr gut. 50 Minuten bis gegart. Das passt ja gerade so. Und ich kann eine Stunde schlafen. Unterkühlungsrisiko ist geheilt. Ich bin sehr froh. Und es ist dunkel. Und ich speichere mal kurz. Und es geht gleich weiter. So, dann speichere ich mal neuer Spielstand. Wo speichere ich denn mal? Ich könnte auch einfach schnell speichern, ne? Komm, wir machen schnell speichern. Alles klar. Gut, danke fürs Zusehen. Es geht gleich weiter. Sorry für den Lärm, für die Geräusche. Bis gleich. So, jetzt geht's mal weiter. Es sollte da hell geworden sein. Warum war es hier drin so dunkel? Das ist hell. Okay, alles klar. Achso, ich sollte vielleicht kurz was essen. Ich gehe nochmal eben rein. So, wir essen mal eben was. 93, 94, 93. Frisches Reh und das ist Wolfsfleisch. Ich esse mal ein bisschen Reh, ne? Das ist eh gesünder. So. Das sieht sehr gut aus. Wie sieht es denn aus? Wir können sogar 5 Kilo mehr tragen, weil wir so gut drauf sind. 24. Ich weiß immer noch nicht. Frischer Wolfspelz. Wo habe ich den denn her? Den will ich ehrlich gesagt gar nicht. Was will ich denn mit dem Wolfspelz? Ja. Totschick. Ich kann immer noch nichts herstellen, ne? Oder wie war das? Kann ich... Ach, siehst du, das wollte ich hier probieren. Oh, jetzt ist es ausgebrannt. Oh, fuck. Die Viecher wieder. So, wir machen uns auf den Weg. Wieso habe ich denn nur ein halbes Herz? Noch schläfrig bin, das ist natürlich ungünstig. Hau bloß ab, Alter. Wo auch immer der ist. Hab genug von euch. Ich weiß nicht, was ich noch brauche. Ich weiß es nicht mehr. Ich wusste es mal, aber ich weiß es nicht mehr, was ich für dieses Barkgeflechtzeug brauche. Aber ich bin schon wieder out of order.
So, hier war die Brücke, die mich entzücke. Eine Brücke. Eigentlich müsste ich mich noch weiter umschauen. Dann finde ich vielleicht noch mehr Munition und so. Nur gerade ist irgendwie doof. Ich könnte auch Steine auf die werfen, ne? Wenn ich gar nichts mehr habe, nehme ich mal ein paar Steine mit. Guck einmal hier rein. Hab ich dort nicht durchsucht? This stuff will come in handy. Thermose. Kann ich mir Verbände draus machen, alles gut. Gipfelbrause. Ah, guck mal. Hä, hab ich das hier übersehen? Scheinbar ja. Magnesiumfackel. Jetzt brauche ich die nämlich. Auf einmal gehen sie mir nämlich aus. Ein wunderschönes Bett. Wie weit sind wir denn? Ich könnte mich was. Große Geschichten. Versteckte leuchtende Höhle. Naja. Bin ich mir gerade nicht so sicher, ob ich da hin will. Wir haben jetzt Mittag. Ich gehe mal weiter. Es wäre vielleicht gut, hier zu schlafen, aber ich kann den viermal. Okay, komm, jetzt nehmen wir mal auseinander. Jetzt kann ich auch auseinandernehmen. Gewehrpatrone. Das Problem ist, ich brauche eher so eine Revolverpatrone. Oh, da ist noch eine Metallbox. Schade. Ich gucke mal, wie es draußen aussieht. Also ist gutes Wetter zum Weitergehen. Wenn es jetzt windig gewesen wäre, wäre ich da geblieben, die Nacht. Oh, da ist ein Kadaver. Oh, ein Mensch. Nee, was ist das? Doch, ist ein Mensch. Ein paar Revolverpatronen, ey, komm. Ich brauche noch irgendwas. Hier hinten liegt auch nichts, ne? Bitte, bitte, bitte. Hm. Da liegt was. Na toll. Ja, nein. Schade. Sehr schade. Noch mehr Leute. Ein Brecheisen haben wir ja. Kann nicht sein, Leute. Ach Scheiße, Mann. Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Na gut. Wir gehen mal weiter. Das sieht komisch aus.
meine, so ein, zwei Patrönchen hätten da ruhig drin sein können. Ey. Wir haben doch auch hier in Kanada haben doch auch viele Knarren, oder nicht? Das macht doch Sinn im Handschuhfach. Eine Pistole. Bin ich dort? Wo dann? Finde ich jetzt schon ein bisschen mies. So, zum Glück sind wir jetzt da. Da liegen viele Leute. Brecheisen, natürlich. Hier alles mit Brecheisen voll. Ja, ich glaube, Klamotten finde ich gleich mehr als genug. So. Sonst noch was hier? Nö. Okay, wir sind beim Flugzeug. Wir haben... Ja, wir haben noch ein bisschen was, was wir mitschleppen können. Die Sachen kann ich mal alle ablegen hier. Sind eh nichts mehr wert. Was essen sollte ich vielleicht langsam? Das macht Sinn. Und einen Schluck trinken vielleicht auch. So, gucken wir mal. Gehen wir mal wieder hier hin. Achso. Jetzt soll ich aber immer schlafen. Kann ich hier einen Schlafsack ausbreiten hier drin? Nee, ne? Oh doch. Hier kann ich schlafen. Vielleicht gar nicht mal so schlecht die Idee. Da habe ich noch gar nicht durchsucht. Aha. Bevor ich jetzt hier runtergehe, schlafe ich doch lieber hier. Hier kommt kein Wolf hin. Hier ist es warm. Also nicht kalt und nicht... Ja. Ist okay. Dann gucke ich mal eben hier... wie ganz die Sachen sind. Guck mal, hier ist bei 41%. Oh. Tragende Arbeiterstiefel. Echt, sind die besser? .4034? Auf jeden Fall einiges an Schutz. Robust, aber nicht warm. Das ist jetzt eine gute Frage. Wieso habe ich jetzt wieder noch die? Oh, die sind auch so schlecht. Oh, shit. Oh.
noch 17. Okay, dann zerlege ich die mal hier. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Die sind sowieso schlecht. Die Dinger hier sind gefroren. War nicht so gut. Okay, und schuhtechnisch, also ja, das ist schon um einiges besser. Wind, aber dafür kein Regen. Verdammt, ey. Minus 3, minus 10% laufen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aktion reparieren. Ist schon gar nicht mehr so verkehrt, wenn die nicht nass wären. Ja, komm, ich mach die hier platt zerlegen. Und die reparieren wir nochmal. Jetzt wird's windig. So, jetzt gucken wir, wie es hier aussieht. Nur noch 20%? Das ist aber doof. Da muss ich aber ordentlich was machen hier. So, nochmal reparieren. Die bringt ja so gut wie gar nichts mehr. Huch. Mal gucken. Hier, die bringt auch so gut wie nichts mehr. Ja, ich weiß, wird Nacht. Ja, wir schlafen. Oh, guck mal, schon sind sogar 89. Und den Schal. ...83, super. Das sieht doch alles mal wieder gut aus. Wo ich verdurstet bin. Schlafen. 8 Stunden. Das sollte doch funktionieren. Dann sollte ich eigentlich wieder fit sein. Fast. Nicht ganz. Es ist eh noch nicht hell, also kann ja noch 2 Stunden schlafen kommen. Ich muss echt komplett fit sein. Jawohl. Was haben wir jetzt noch an Trinkwasser? Ich glaube auch nicht mehr ganz so viel, ne? Soll das heißen? So, jetzt bin ich aber ordentlich gut drauf, oder? Wie, was sagst du? Das sieht gut aus.